Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein neues Video mit einem neuen Thema hier auf meinem Kanal, wo es rund um toxische, narzisstische, leidvolle Beziehungen geht und vor allem die wirklich ganz zielgenaue Lösung für diese Themen, für diese Probleme, für die Ursachen. Natürlich werden wir auch immer wieder schauen und Dinge, Situationen, Beziehungen analysieren. Was dazu gehört, um diese großen Zusammenhänge als erstes mal zu erkennen, zu entdecken und zu verstehen, aber eben, wie gesagt, dann auch zielgerichtet in Richtung Lösung gehen, weil nur so kommt man aus diesem Teufelskreis raus. Der Teufelskreis kann ja genauso sein, sich immer wieder mit diesen Analysieren zu verstricken, da auch immer wieder im Hamsterrad zu drehen, indem man immer wieder nach Fragen sucht, warum ist der andere so, was ist da so und irgendwann wird man merken, hoffentlich, dass man sich damit eben schon wieder erneut in einem neuen Teufelskreis befindet. Und den möchte ich auch mit meinen Videos durchbrechen. Auf der einen Seite natürlich versuche ich jeden dort abzuholen, wo er gerade steht. Das kann sein, dass jemand gerade frisch aus so einer toxischen Beziehung oder On-Off-Beziehung raus ist und wo sich der Kopf noch dreht oder wo ganz viel Wut und Hass und Verzweiflung da ist. Natürlich braucht man da andere Worte oder sicherlich andere Videos als die für die Fortgeschrittenen, die natürlich sagen, kenne ich schon, weiß ich schon, Mensch, wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe jetzt keine Lust mehr, mich damit im Kreis zu drehen. Was kann ich konkret tun? Und das heute hier soll ein Video sein. Ja, definitiv schon. Was kann ich jetzt konkret machen? Wie kann ich denn jetzt anfangen? Und wo es da immer wieder Stolpersteinchen auf dem Weg geben kann. Und ja, dieses Video, das ich gucke hier schon auf mein Handy. Da lese ich nämlich jetzt gleich einen Kommentar vor, der unter einem Video stand mit einer Frage. Und diese Zuschauerfrage möchte ich heute gerne beantworten. Und es ist ja, wirklich eine klassische Frage, die vielen von euch mit Sicherheit weiterhelfen werden. Vielleicht kommt dir das Thema ja auch bekannt vor. So, jetzt muss ich es mal suchen. Jetzt ist es mir wieder entwischt. Moment. Gleich haben wir das. Da hatten wir es doch gleich. So, sorry, wenn es ein bisschen gedauert hat. Ich hatte es gerade, aber es hatte sich wieder verstellt. Also, hallo Katja, danke für die Videos. Wie kann ich meine Blockade überwinden bezüglich meines inneren Kindes, wodurch ich diese Männer anziehe? Ich schaffe es nicht, über meine Mutter und Eltern zu sprechen und breche dann ab. Ich schäme mich als ansonsten gute Mutter, diese eine Sache nicht hinzubekommen und auch beruflich, in Klammern Perfektionismus, und dies auch. Ach, jetzt ist sie wieder weg. So, ich nochmal. Ich schäme mich als ansonsten gute Mutter, diese eine Sache nicht hinzubekommen, auch beruflich, in Klammern Perfektionismus, und dies einem Therapeuten anzuvertrauen. Meine Mutter ist auch Narzisstin. Ja, fangen wir mal ganz vorne an, und zwar diese Angst, in dem Fall hinten bei der Frage an. In dem Fall die Angst, es einem Therapeuten anzuvertrauen. Es gibt ja immer für alles einen Grund. Es gibt ja immer einen Grund, es gibt immer eine Ursache und eine Wirkung. Das heißt, es muss einen Grund geben, warum du all das dem Therapeuten nicht anvertrauen kannst. Da ist ja Schuldgefühl, Schamgefühl, die Angst, vom Therapeuten wieder verurteilt zu werden, dem Therapeuten nicht vertrauen zu können. Oftmals sind solche Grundthemen drin, nicht dass der das meiner Mutter erzählt, nicht dass er da denkt, dass ich auch schuld bin. Eigentlich immer wieder Angst vor neuer Verletzung und fehlendes Vertrauen, dass du vermutlich aufgrund deiner Kindheitserlebnisse nicht entwickeln konntest. Und glaub mir, dieses Muster, dieses Thema kommt mir sehr bekannt vor, denn wenn du meine Videos kennst und meine grobe Geschichte kennst, dass ich eben auch Themen hatte mit einer toxischen Beziehung, mit narzisstischen Menschen in
am Arbeitsplatz, im Freundeskreis auch immer wieder. Kannst du dir vorstellen, dass ich da auch ähnliche Themen hatte? Also ich kenne das definitiv, diese Angst, neu verurteilt zu werden, eben auch von Therapeuten oder von Menschen wieder verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden und dann noch mehr in diese Schuld und Scham reinzugehen. Das ist eigentlich so ein tiefes Schuld- und Schamgefühl, dass man sich eben dann nicht traut, dem Therapeuten das anzuvertrauen. Du fragst ja, wie kann ich diese Blockade überwinden, über meine Eltern zu sprechen? Wie kann ich diese Blockade überwinden, das gar nicht fühlen zu können, das gar nicht kommunizieren zu können, weil da so ein tiefes Schuld-Scham-Gefühl hängt oder Angst vorm Fühlen oder Angst, die Angst nochmal zu fühlen. Auch diese Versagensängste oder Versagensthemen, die ich aus dir raushöre. Ich kriege es nicht hin. Ich bin sonst eine taffe Frau und im Beruf, ich will alles perfekt machen. Und da ist dieses und hier versage ich. Hier bin ich die Versagerin. Hier kriege ich das nicht auf die Reihe. Und dieses, auch dieses perfektionistisch sein, dieses perfekt sein wollen, ist auch wieder ein Muster. Ist auch wieder ein Muster, was in der Kindheit entsteht, so wie wenn ich erstmal perfekt bin, dann werde ich, so ist die Logik des inneren Kindes, geliebt. Das heißt, du wirst sicherlich, ich kenne jetzt deine Geschichte gar nicht, ich kenne wirklich nur die wenigen Zeilen von dir, aber vermutlich wirst du, und das liegt dem Perfektionismus zugrunde, in der Kindheit immer irgendwo kritisiert worden sein, entweder direkt oder indirekt. Diese Kritik kann oftmals subtil stattgefunden haben. Die Kritik oder ich sag mal diese Erkenntnis in der Kindheit, ich bin nicht gut genug, ich habe wieder das falsch gemacht, ich habe ganz viel falsch gemacht, ich bin falsch, ich verhalte mich falsch, kann auf der einen Seite durch die Kommunikation der Eltern stattgefunden haben, wie gesagt durch Worte, ganz klare Abwertungen, dann Gesten, Abwehrgesten, Augenrollen, nicht beachten, ignorieren, bestrafen, ob mit Worten oder mit Ignorieren, das kann sein. Aber es kann auch sein, dass eine Vernachlässigung stattgefunden hat und du aufgrund dessen, dass niemand da war, dass du da oftmals, wie oft erlebe ich es in den Sitzungen, dass die Kleinkinder, Babys alleine sind. Allein und verlassen und es kommt niemand. Das Baby ruft und schreit oder schreit schon nicht mal mehr und es kommt niemand. Dass diese Verlassenheitsgefühle und früher, wie ihr wisst doch, wie es war, wurde sogar von Ärzten empfohlen, sie sollen mal das Baby schreien lassen. Dann entwickeln sich die Lungen richtig schön kräftig. Die müssen auch mal richtig kräftig schreien. Das war früher oft der Gedanke, dass das gut und gesund für die Kinder sei. Zum Glück ist heute was ganz anderes, werden andere Dinge empfohlen und man weiß, um Gottes Willen, das war total falsch. Und dass oftmals auch Eltern das mit einer guten Absicht gemacht haben. Oftmals auch nicht. Da gilt natürlich in jedem Fall herauszufinden, was steckt denn alles noch dahinter. Aber ganz egal, ob mit oder ohne Absicht, bewusst oder unbewusst, das Kind, das Baby ist allein und das Baby, was allein gelassen wurde, fängt dann an, über sich zu denken, okay, ich bin allein, ich bin wohl nicht wichtig oder ich bin falsch, weil ich schreie, weil mit mir kann ja was nicht stimmen. Also versuche ich irgendwie herauszufinden, was Mama und Papa wollen, denn dann kriege ich ein bisschen Liebe und vielleicht hat es hier und da geklappt und wahrscheinlich hast du gemerkt, oh, das habe ich gut gemacht und da habe ich Aufmerksamkeit, Liebe bekommen und dann habe ich wieder was falsch gemacht, ohne dass du als Kind wusstest, dass das falsch ist. Und so versuchst du dann, perfekt zu sein, weil die Illusion des inneren Kindes ist es, wenn ich erstmal perfekt bin, dann werde ich immer geliebt, dann kriege ich die Liebe. Also muss ich noch perfekt sein und solange ich noch nicht richtig geliebt bin, bin ich noch nicht perfekt.
Bin ich noch nicht gut genug? Muss ich noch kämpfen? Muss ich noch machen, um Liebe kämpfen und so weiter? Das sind die Muster dahinter. So, jetzt kommen wir der ganzen Sache auf den Punkt, wie du diese Blockade überwinden kannst. Die Blockade, ich kann nicht über meine Kindheit, über meine Eltern sprechen. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, mir mein inneres Kind anzuschauen, weil dann zerreißt es mich. Ich bin nicht in der Lage, mich einem Therapeuten anzuvertrauen, aus Angst wieder abgelehnt, bewertet zu werden, wieder die Schuld zu bekommen, vielleicht ausgelacht, wieder gedemütigt zu werden dafür, dass ich so falsch und so wertlos und so schlecht, so böse bin. Bestimmt, das muss nicht alles zutreffen, was ich sage. Was ich sage, schau mal, was da triggert, wo du sagst, wo du denkst, genau. Es muss nicht alles sein, aber ein Teil davon wird es mit Sicherheit sein. Anfangen müsste man in dem Falle, dass du damit beginnst, nicht jetzt, ich muss das fühlen, ich muss darüber reden, ich muss da reinfühlen, ich muss mein inneres Kind. Das ist auch wieder der Perfektionist in dir, der sagt, du musst das jetzt hinkriegen und du musst da jetzt reinfühlen. Und wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann hast du wieder versagt, wieder versagt, wieder versagt. Fange damit an, mit diesem Gefühl, mit diesem Gedanken, ich kann das nicht. Ich kann mein inneres Kind nicht kontaktieren. Ich kann mich nicht überwinden, das zu fühlen. Ich kann mich niemandem anvertrauen und darüber sprechen. Geh rein in das Gefühl. Schließ jetzt gern mal die Augen. Geh rein in das Gefühl, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Fühle, wie sich das anfühlt. Fühle, wie sich es im Hals anfühlt. Wie sich es auf der Brust, im Bauch anfühlt, im Kopf, im Kiefer, vielleicht hinter den Augen, in den Armen, vielleicht sind die Beine schwer. Fühle, wie sich das anfühlt. Höre jetzt auf deine Gedanken. Was höre ich jetzt? Was denke ich jetzt über mich? Ich kann das nicht, ich bin die Versagerin, ich werde immer da drin hängen. Oder wenn ich darüber spreche, werde ich verurteilt. Ich darf nicht schlecht über meine Eltern sprechen, dann tue ich denen Unrecht. Ich bin ja so ein böses Mädchen. Was auch immer. Die Gedanken, die ich jetzt gesagt habe, sind Vorschläge. Und du prüfst mal, was in etwa es sein könnte. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Gedanke, den ich jetzt nicht genannt habe. Und dieses, ich kann das nicht, ich bin eine Versagerin, Ich habe Angst, mich wieder verletzt zu werden. Was auch immer du da findest, ist dein erstes Muster. Das ist die erste Schicht. Das ist dein erster Schritt. Das heißt, es geht noch gar nicht im ersten Schritt darum, jetzt sofort das innere Kind zu fühlen, sofort dein Herz den Therapeuten auszuschütten, sondern erstmal diese erste Blockade zu lösen, die Ursache davon zu finden, warum kann ich es nicht? Warum kann ich nicht? Mir bleibt das im Hals stecken. Ich schäme mich in Grund und Boden. Was du brauchst, ist jemand, der sich wirklich für dich interessiert, wo du wirklich spürst, hier ist ein ganz vertrauter Rahmen. In diesem Rahmen, in diesem Raum kann ich alles sagen. Und du spürst es dann, dass du dafür nicht verurteilt wirst. Du spürst es, dass du da in diesem Rahmen, bei diesem Therapeuten, bei dem Coach, alles sagen kannst, das ist so wichtig und das ist nicht einfach zu finden und nicht jeder Therapeut passt zu einem, nicht jeder Coach passt zu einem, da muss man eben auch schauen und mach im Zweifelsfall halt ein Beratungsgespräch und spüre mal in dich hinein, ob es für dich passend und stimmig ist. Nichtsdestotrotz kann es dann immer noch sein, dass du sagst, okay, alles klar, da habe ich schon Vertrauen, aber ich kann es trotzdem nicht. Ich kann es trotzdem nicht. Da möchte ich dir trotzdem eine Lösung mit auf den Weg geben, dass du eben genau dieses, ich kann das nicht, ich schäme mich so, diese Schuld, Schamgefühle, dieses Gefühl, versagt zu haben, unfähig zu sein, was ja wieder Scham in dir auslöst, zu nehmen und zu lösen.
Und das zu nehmen und zu lösen, kannst du schon mal für dich ganz alleine, ohne dass du einen Therapeuten brauchst, ohne dass du einen Coach brauchst, ohne dass du dich irgendwo offenbaren und nackig machen musst, in Anführungsstrichen, ohne dass du in Gefahr kommst, verletzbar zu werden. Das kannst du mit dir alleine im stillen Kämmerlein machen. Das kannst du zum Beispiel machen. Deswegen habe ich das ja auch entwickelt, mit der Anwendung negative Gefühle auflösen. Da kannst du schon mal reintauchen und diese Schuld, Scham, Angst, verletzt zu werden, schon mal so runter zu reduzieren. Und im zweiten Schritt für dich mutig zu sein und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wo kommt das her? Dieses Muster, dieses ich bin eine Versagerin, ich kriege das einfach nicht hin. Ich traue mich nicht drüber zu reden. Ich habe so eine Angst, dass da was ganz Schlimmes passiert. Zum Beispiel diese Selbsthypnose-Ursachen finden und auflösen. Dass du da reintauchst und da schaust, wo kommt das her? Und manche denken, oh, jetzt redet sie schon wieder viel von ihren Selbsthypnosen. Es ist der Weg, den ich entwickelt habe, den du für dich schon mal alleine gehen kannst, ohne dass du mich oder einen anderen Therapeuten erstmal brauchst. Natürlich nur, wenn du psychisch stabil bist. Guck dir nochmal die rechtlichen Hinweise an. Die stehen auch bei der Anwendung nochmal drauf. Es gibt bestimmte Krankheiten, Situationen, Medikamente, wo du es nicht anwenden sollst. Aber ansonsten, wenn du dich dazu in der Lage fühlst und selber das in die Hand nehmen möchtest, kann ich es nur von ganzem Herzen empfehlen. Denn dann kannst du, ich sag mal so, dann löst du diese erste Schicht und diese erste Schicht ist diese erste Blockade, nämlich ich kann mich meinem inneren Kind nicht zuwenden, ich kann nicht über meine Eltern, meine Kindheit sprechen, ich kann mich nicht anvertrauen. Wenn du das schon mal gelöst hast, ist schon wieder der nächste Schritt möglich. Der nächste Schritt nämlich, doch Kontakt zum inneren Kind aufnehmen zu können, doch zu merken, ey, cool, jetzt habe ich das gelöst und jetzt kann ich das auch und jetzt fühle ich da rein, weil ich habe gemerkt und erfahren, dass ich durch diese Gefühle oder an diesen Gefühlen nicht sterbe, dass diese Gefühle mich nicht umgebracht haben. Im Gegenteil, dass die sich aufgelöst haben, diese Erfahrung hast du dann schon gemacht und wenn es vorher ging, geht es dann auch. Dass du natürlich weißt, wenn ich dann über meine Kindheit spreche, tut es auch nochmal weh, werde ich auch nochmal Tränen weinen. Und wenn du zum Therapeuten gehst, dann schau, dass du eine Therapie bekommst, wo du nicht nur Gespräche führst, wo du nicht Verhaltenstherapie machst. Das ist für den Anfang vielleicht hilfreich, aber es wird eben nicht helfen, diese Gefühle zu lösen. Da musst du tiefer tauchen. Deswegen arbeite ich ja mit der Hypnosetherapie, mit der Klopftherapie, mit EMDR. In Kombination muss ich dazu sagen. Nicht ausschließlich. Also ich werde auch oft gefragt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. So wie ich es anwende, kannst du es nirgendwo lernen. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Tools, die es eben so hocheffektiv macht, ja. Aber damit kannst du eben in die Tiefe kommen und das Gefühl lösen. Und so sehr ich mich anstrengen würde, ich kann hier über YouTube natürlich keine Live-Behandlung machen, wie du deine Gefühle auflöst. Das ist etwas, was du mit dir machen musst, was so individuell ist und wofür ich eben diese Selbsthypnosen entwickelt habe. Bestimmt werde ich noch mal, da bin ich auch gerade am Überlegen und Plan, noch mal eine Art Meditation entwickeln und hier auf YouTube stellen. Da muss ich nochmal ganz genau überlegen, in welche Richtung das geht. Vielleicht habt ihr ja da auch einen Wunsch, dass ihr da schon mal erfahren könnt, wie es ist, einzutauchen in die Innenwelt. Da braucht man gar nicht immer eine tiefe Hypnose dafür. Da reicht auch oft ein meditativer Zustand. Also du merkst, es gibt viel zu sagen, aber ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was der erste Schritt ist, die erste Schicht ist zu lösen. Und zwar ist die erste Schicht, löse das Thema und das Thema lautet, ich kann nicht fühlen, ich kann nicht vertrauen, ich komme da nicht ran, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ist dein Muster, wo du gucken darfst, wo ist die Ursache, wo begann das bei mir in der Kindheit. Und dann dieses Ursachen finden und auflösen, da kriegst du das
geknackt. Wenn es alleine nicht geht oder du dich alleine nicht traust, dann mach was Persönliches aus. Vielleicht gibt es ja auch bei dir in der Nähe doch einen Therapeuten, wo du mal ein Beratungsgespräch buchen kannst, wo du einfach auch schon mal prüfen, trainieren kannst, wie es dann ist, darüber zu sprechen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie du siehst, und ich denke, ich habe die Frage beantwortet, wie du diese Blockade lösen kannst. Die musst du natürlich selber angehen, und man muss auch manchmal über eine Schwelle drüber weggehen und auch mutig sein. Aber ich kann einfach sagen, Mut wird immer, immer belohnt. Also warte nicht zu lange, beginne mit welchem Weg auch immer, was für dich stimmig ist. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach das Beste aus deinem Leben. Und ich wünsche dir viel Freude auf der Reise zu dir. Und vergiss dabei bitte nicht, jeder Tag ist ein Geschenk. Also, bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.